Ja, warte. Die Quest mit der Thronfolge machen wir gerade. Wir haben jetzt gerade den beiden Kindern hier von dem Gelege mir geholfen. Haben ja gerade den Geist ausgetrieben, sozusagen. Und ja. Dann gehe ich auch ins Bettchen. Ja, ich hatte eigentlich vor, gar nicht so lange zu machen. Und ja. Das ist immer so leicht gesagt als getan. Kann ich auch so selbst letztens Witcher 3 durchgespielt. Echt? Das Baby in den Ofen geschmissen. Ja, das war ein Schockmoment eben für mich. So, ich war erstmal komplett überfordert mit dieser Situation. So, scheiße, Kind in den Ofen werfen. Ich kann doch kein Kind in den Ofen werfen. So, dann, ich hab tatsächlich dann das Kind in den Ofen geworfen. Und ich saß die ganze Zeit nur so und dachte, nein, nein, nein. Ist aber, ja, Gott sei Dank alles gut gegangen. Ich glaube, sonst hätte ich das Spiel so schnell nicht mehr angerührt. Das war einfach nur, das war grauenvoll. Ich dachte einfach nur so, scheiße. Wir sind, weißt du, wir sind nicht nur das Schächter von Blaviken, nein, wir sind doch noch ein Kindermörder. Ganz toll. Das läuft wieder super. So, noch eine Ortschaft, in die Geralt nicht rein darf. So, gut, hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir vielleicht mitnehmen können, wenn ich das Brett finde. Wenn da. Einmal dran vorbei. Ich habe das Kind auch reingeschmissen. Das klingt irgendwie so hart, wenn man das sagt. So, ja, ich schmeiß einfach mal das Kind in den Ofen. Vor allem, eigentlich hätte ich es ja auch checken müssen, weil, wenn man das Haus durchsucht, sieht man ja auf der anderen Seite quasi auch diese Ofenluke. Ich habe aber so in dem Moment gar nicht geschnallt, so, scheiße, da ist ja noch eine andere Seite. Da kann das Kind ja vielleicht drin, also rausgeholt werden. Darf das sagen für einen Kinderbetreuer? Oh. Kinderbetreuer stelle ich mir anstrengend, aber auch schön vor. Aber wäre, glaube ich, kein Beruf für mich. So. Ich gehe mal von aus, dass wir jetzt hierhin zurück müssen. Ja, das ist so anstrengend, aber schön. Das höre ich von vielen. Meine beste Freundin ist oder macht jetzt gerade die Ausbildung zur Kindergärtnerin. Es gibt so Kinder, die möchte sie am liebsten einmal und die kurzen Hals umdrehen, aber auf der anderen Seite findet sie es so schön, halt mit denen zu spielen und sie zu beschäftigen und ach, was weiß ich, wo ich mir dann denke, so, ganz ehrlich, das könnte ich nicht jeden Tag machen. Geralt, könntest du? Herr Geralt, würden Sie? Danke. Schießt man her, ja. Das denke ich mir auch, wenn ich manchmal auf meine Schwester oder so aufpassen musste. Alter, nee. Am liebsten das Kind erstmal ganz, ganz weit weg. Ganz weit. Wenn das Schwätzchen, verstehst du ja nicht mal. Oh. Ja, Schweizer verstehe ich echt nicht. Ich habe ja sogar mit Österreicher oder, ja gut, Bayern. Da habe ich ja schon Probleme mit. Oder wirklich die richtigen Norddeutschen. Und manchmal möchte man den nach Hause nehmen. Aber nur manchmal. Ich verstehe es. Das stimmt. Aber ich weiß nicht, wenn man so miteinander spricht, weiß ich nicht. Stell ich mir dennoch schwierig vor. So, ich will aber hier zu dem Hafen. Wir könnten zwar Schnellreise machen, aber ich liebe Bootfahren. Bootfahren und hier ist noch was, was ich haben will. Ohne das Boot kaputt zu machen. Ja, wir haben heute so einige Nebenquests schon hinter uns. Unter anderem auch eine mit einem Werwolf. Und da war mein Geduldsfaden relativ
Am Ende. Irgendwann. Denn? Ich weiß, dass ich gesprochen habe. Ja. Klingt auf jeden Fall vielversprechend, wenn dich die Leute verstehen. Wie gesagt, die meisten, die ich kenne, da muss ich 30.000 Mal so. Was? Aber die reden manchmal auch sowas von schnell. Ja, dir eine gute Nacht. Danke, dass du da warst. Und schlaf schön. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. So. Dann nehme ich noch ein bisschen was mit. Und wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz? Da ist der Schatz. Hier ist noch was. Markiert den Ort. Nicht jeder Tote vermag den Schatz jedoch zu finden. Okay. So, wie sieht das mit unserem Schwertchen aus? Jo. Bevor man's vergisst, ne? So. Ab zurück zum Boot. Schwimm, kleiner Geralt, schwimm. Schwimm um dein Leben. Knauf. Das Gute ist, dass ich besser Boot fahren kann als Auto fahren in Videospielen. Wenn ich jetzt GTA oder sowas spielen müsste, dann wäre das Fahrzeug hinüber. Mehr als hinüber. Wie schmeckt dir das? Nein, 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 nein. Lass mich. Von euch habe ich heute genug. Das Boot hat ja auch ein Loch. Ja, aber nur eins. Es hat nur ein Loch. Es geht um die Anzahl der Löcher. Das da war ein Kollateralschaden. Das Loch ist zur Deko da. Ja, das ist mal heftig. Oh Mann. Aber sie hätten hier ruhig noch einen schnelleren Turbogang einlegen sollen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Wo ist ein Obelix? Oh ja, das wäre cool. So Obelix, der einfach mal hinterm Boot ist und das Boot die ganze Zeit schießt. Das wäre geil. Ja doch, kann man. Kann man. Aber erstens, ich bin an diesem wunderbaren Pfeiler vorbeigelaufen und zweitens dachte ich, wir könnten ja mal Boot fahren. Aber den Hafen habe ich freigeschaltet. Sind ja nur noch 800 Schritte. Seemeilen. Ich hatte vorhin eine wunderbare Fahrt, die ja 400 Schritte quasi gedauert, 4000 Schritte gedauert hat. Das war nett. Und da hatte ich den Hafen tatsächlich nicht freigeschaltet. Und ich dachte mir nur so, scheiße. Kann das Boot eigentlich umkippen? Ja, ist mal so eine interessante Frage. Ich bin nur froh, dass ich die Quest mit Yennefer soweit erstmal hinter mir habe, die mich nicht mehr von A nach B nach C schickt. Wir müssen nämlich, also bei der Hauptquest bin ich jetzt soweit, dass wir zu dieser komischen Nebelinsel dahin müssen. Ich aber vorher noch meine Leute rekrutieren muss. Möchte. Ich weiß, hier ist ein Schmuggler versteckt.
ignorieren wir ausnahmsweise mal. Wir haben es gleich geschafft. Ich mach das unbedingt vorher. Ja, habe ich mir nämlich auch gedacht, weil man muss dann ja, glaube ich, gegen die wilde Jagd dann irgendwie antreten. Ich habe nur gedacht, okay, meine bisherigen Begegnungen mit der wilden Jagd in vorherigen Teilen war nicht gerade angenehm. Also hier lieber so viel wie möglich rekrutieren. Ich glaube, bis auf 2 habe ich bisher alle. Die so, wo ich bisher so war. Jetzt mal schauen. So, die Nebenquest kann ich, glaube ich, später dann noch machen. Gut. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe auf jeden Fall Leto. Ich glaube, Triss. Diesen komischen Typen da vom Badehaus habe ich nicht. Moissac habe ich. Oh, Soltan habe ich. Und mehr fallen mir gerade tatsächlich nicht ein. Ah, stimmt, Dijkstra. Ja, den habe ich nicht. Weil ich seine Quest verkackt habe. Oh, ist nicht so viel. Warum nicht so leider. Viel, wenn du einen Bauch... den hätte ich gerne gehabt. Aber da hätte ich, ja, einiges anders machen müssen. Das hier ist nämlich mein erster Spieldurchlauf und ich habe mich in vielen Situationen sehr, sehr blöd angestellt. Leider. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mühe. Ich spiele nämlich seit, ich glaube, Februar die komplette Witcher-Reihe jetzt durch. Ich werde die auch wahrscheinlich noch mehrmals spielen, weil es ja verschiedene Enden in jedem Teil gibt. Bisher mache ich jedes Ende... Ja, also im ersten Teil war ich, glaube ich, für die Elfen, meine ich. Pass auf, wo du hintest. Im zweiten Teil weiß ich schon gar nicht mehr. Und hier, was die Liebschaften angeht, habe ich Triss genommen. Bisher. Ich werde es auch nochmal mit Yennefer später machen. Aber das dann halt wirklich, wirklich später. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier überhaupt richtig gehe, aber... Es stolzieren Sie hier rum, diese Festlandhelden? Ich hoffe es einfach. Lauf, mein kleiner Geralt, lauf! Lauf um dein Leben. Respekt, Hexer. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir da nicht durch. Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Ceres und Hjalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Nett. Krach wartet. Ich finde den Namen irgendwie seltsam. Wie ist die Stimmung da drin? Ruhig. Zu ruhig. Wieso das? Es gibt auf Skellige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maß. Das findet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich weiß nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. Das stimmt. Da kann ich Geralt nur recht geben. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, die anderen Feste, die wir so erlebt hatten. Wenn sehr. Ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Pflaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja,
Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Ach, hör mit deiner Scheißprahlerei auf! Ceres, hey! Ach, verdammt! Braun. Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Yards? Nein, er ist in seinen Gemächern. Zweifellos um deine versprochene Belohnung. Belohnung? Wenn du gerade Lust hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen? Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. Möge deine Axt nie zerbrechen. Ich hätte gern ein Schloss. Und einen Hund. Oder die Frau, die da auf dem Tisch stand. Wobei, das Essen reicht mir auch. Sieh hin in Frieden. Sehr schön. Ja? Du einst bringst mir den Respekt vor unseren Freunden und diese Hexe Yennefer auch nicht. Das nenne ich mal große Hunde. Fuchsen muss ich jetzt hier nicht unbedingt. Das ist wirklich dieser Stein. Sie ist blass. Sie muss uns ausgehen. Das wäre ein Kopf abgeschlagen. Ich will jetzt gerade nicht. Ah! Nee, das ist wahrscheinlich nur hier. Hjalmar, kannst du. Autsch! Ah, Robbenscheiße. Leichte Probleme aufzustehen. Guck mal, habe ich noch alle Zähne? Die meisten. Hast ganz schön kassiert. Warum lachst du? Dich hätten sie auch verdroschen. Ich find's witzig. Ach nein? Willst du wetten? Wirf einen der Wildkerle um und du kriegst mein Schwert. Ende wie ich und ich krieg deins. Na schön. Du kannst mir das Schwert schon mal einwickeln. Verkauf deine Fische erst, wenn du sie im Boot hast, Wolf. Ich habe gehört, ihr macht Faustkämpfe gegen Herausforderer. Herausforderer? Nein, keiner hier ist eine Herausforderung. Wir sind hier, um zuzuschlagen, bis unsere Knöchel blutig sind. Kann losgehen. Gerne. Ich bin mal gespannt. Leinholz ausgehen. Ja, gut. Nicht geht über einen guten Faustkampf. Wie Geralt sich wieder fängt hier. Ich mach Leinholz aus dir. Aua. Tritt zurück. Mir fehlen Kämpfe, wo ich keine Rolle machen kann. Das kämpfen wieder hast. Ja, sie sind nicht besonders schön. In 1 und 2 fand ich sie auch besser. Was für hier finde ich sehr relativ so harte Schläge. Ein Wunder, dass ihm das Hirn nicht aus den Ohren lahm ist. Und in die Länge gezogen. Ich habe die Wette verloren. Aber bei dem Spektakel grämt mich das nicht. Hier, möge es dir gut dienen. Ja, ich nehme es als Zahnstocher. Okay. Ich hab dich im Blick. Immer im Visier, ne? Du hast keinen Respekt vor unseren Freunden. Und ich hab sie jetzt vor auf der Sessel ein. Ries von sich schon. Aber als noch Himmelsabend. Wo ist er überhaupt hin? Kann ich auch über. Ja. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Sein Riesenkopf zu reklamieren. Was für ein Schwung.
Hallo Birna. Gefällt dir das Fest nicht? Ja, dir eine gute Nacht. Kein Fest. Und nochmal vielen lieben Dank für den Raid. Und schlaf schön. Du verlässt Kertrolde? Morgen, bei Tagesanbruch. Viel Spaß noch, Meister Geralt. Darf ich? Du musst sogar. Komm, ich habe auf dich gewartet. Na, gefällt dir das Fest? Besser als die Festlandbälle? Ja. Yep. Es gibt jedenfalls mehr zu trinken. Ja, und ob. Alles aus meinem Keller. Doppelmets, Trippel, zintrischer Pflaumenbrand, Mahakama-Schnaps, der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser. Die Ankrets wissen, was Gastfreundschaft ist. Den Met nehme ich. Den Schnaps kann er behalten. Fühlst du dich zwischen Chalmar und Ceres hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Ankret. Mal unter uns. Ist Chalmar nicht zu heißblütig, um König zu werden? Kommt drauf an, was du für einen König willst. Wenn du einen willst, der Gesandte schickt, Figürchen über eine Karte schiebt, die profitabelste Option berechnet, dann ist er zu heißblütig, ja. Aber Skellige will einen anderen Herrscher. Einen, der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer springt, als sich zu unterwerfen. Und das ist Chalmar. Wenn ihr eure Angriffe ausweitet, zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch. Das könntet ihr noch bereuen. In Skellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn hier mag. Meinst du, der Rat der Jungs war mir so sichtlich unsympathisch, auf den Thron zu setzen? Wenn du mich das vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich dir ins Gesicht gelacht. Aber heute sehe ich, und nicht nur ich, dass Ceres etwas hat, was auf den Inseln so selten ist, wie heiße Sommer. Geduld. Andere handeln und denken gar. Sie nicht. Sie durchdenkt alles. Wägt das Für und Wider ab. Aber wenn sie handelt, hält keine Macht der Welt sie auf. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu. Verdammt. Chalmar hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Chalmar. Gebetene Gäste, ja, ich befürchte es auch. So, wem darf ich den Schädel einschlagen? Oh. Das nenne ich mal ein großes Haustier. Ich glaube, der möchte nicht kuscheln. Alter. Wie haben sie die Bären überhaupt reingekriegt? Päffchen! Meister Pet. Ceres lebt auf jeden Fall noch. Ich kann mich an die Wand sprechen. Na, ganz toll. Das macht die Sache nicht besser. Die neuen Partycrasher. Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Schnell! Nimm meinen Mantel! Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halbjorn!
Er ist tot. Krach! Wo sind diese Bären hergekommen? Weggelaufen. Antworte sofort! Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Logos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn. Das lasse ich nicht zu. Dann komm her. Los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Würde ich auch sagen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Das schöne und leckere Essen. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Lass mich raten, wer das regeln darf. Wir? Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Wie immer, ja. So viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich also, unsere Sippe. Sagen wir mal so, Geralt ist. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Helden. Das Mädchen für alles. Einen Moment nach. Unsere Ehre ist das Spiel, Schwester. Das kann nicht warten. Muss die Drecksarbeit erledigen. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Kriegt auch keine Belohnung. Wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Tja. Wem helfen? Du hast recht, Cyrus. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Muss man denn immer alles Hals über Kopf regeln? Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Naja, wenigstens habt ihr erstmal was zu essen. Bei drei großen Bärenbraten. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden. Und das gute Essen auf dem Boden verteilt. Was ist vor dem Massaker passiert? Das dürfte man heute, heutzutage kann man sehen, wenn das Essen passiert. Er hat gewettet, dass er ein Fassbier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter faszinrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an, aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren, Lugos, Lugos. Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. Weißt du, wer gestorben ist? Drogoda, Drake Bondu, Blaujung Lugos, Halbjorn, Otrik. Die Liste ist lang. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Chalma und Zwanrig. Aha. Was willst du damit sagen? Nichts. Das ist geplant vor? Wir haben genug geredet. Sehen wir uns um. Lass die Anwärter zu dezimieren? Findest. Ich rede mit den anderen. Damit nur vielleicht noch einer übrig ist? Gesehen als ich. Vielleicht. Möglicherweise. Das ist so eine kleine Vermutung. Tja. Reiß dich zusammen, Senna. Wie sind Bissspuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Dann untersuchen wir erstmal hier diesen wunderbaren so viele Raum. Runden. Kaum erstaunlich, dass Halbjorn verblutet ist. Ist leicht umdekoriert worden. Spieß? Ich habe einen Moment weggesehen. Als ich mich wieder umdrehte, sah ich einen Bären bei der Bank Otrik. Stehen. Otrik, Mist, das Werk er ist ja noch ein Kind.
Vielleicht bestrafen sie uns. Weswegen? Der sieht relativ alt aus. Das ist Unsinn. Na gut, in dem Spiel haben ja auch alte Frauen. Die Bären haben ihn überrascht. Er hatte keine Chance. Wie junge Hühner. Also, ne? Also gut. Was haben wir denn hier? Ein Bärenschädel. Aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met. Und nach etwas anderem. Etwas Erdigem. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam. Alte Narbe ist wohl genäht worden. Etwas unter dem Fell. Eine Tätowierung wie eine Bärentatze. Halb Mensch, halb Bär. Wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll, also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Met, mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Was gibt es? Ach du grüne Neune. Gibt es hier auch noch Wehrkatzen? Drogodar, der Skalde hat ausgespielt. Werwölfe, Werbären. Bei jedem Tisch ist eine Schüssel. Met in diesem und nur Met. Alle Hörner sind leer. Die Katzenmenschen sind gelb. Schade. Es hätte doch sein können. So eine schöne Wehrkatze? So. Ist noch ein Becherchen? Hier, Met mit irgendeinem Pilz versetzt. Ja. Und Menschenblut. Klar, trinke ich auch immer. Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern... Menschen, die sich in Bären verwandeln. Mhm. Berserker. Berserker? Der Name der Skalden für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff cool. Für Sagen und Legenden. Aber es passt doch, nicht wahr? Mhm, fast. Es war eine Feier, keine Schlacht. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Chord könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. So, sie läuft mal wieder voraus. Welche Schande! Die schlimmste seit dem roten Kometen. Ah, huch! Freya, unsere Mutter. Haben wir vorbeigelaufen. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Gut, bitte und danke kennt er nicht. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Mardrömme. Nie gehört. Ihr auf dem Festland habt einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mardrömer. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm,
Vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Mhm. Lauf voraus. Ich verlaufe mich hier sowieso ständig. Zu diesem Zeitpunkt wüsste ich nicht mehr, wo der Keller ist. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Du musst doch schneller laufen. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Mhm. Stimmt. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Öffne die Tür! Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Warum komm, so weit weg? Ich zeig es dir. Der Alkohol gehört nach vorne. Oh, Gestank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Direkt hinter dir. Da bin ich aber froh. Gerät, ist schon so schwer, dass verliert das einfach die Treppe runterfällt. Wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Backer. Scheiße. Der Schnaps! Ja, der Schnaps ist gerade egal, oder? Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Achso. Schnell. Warum hat eigentlich jede Burg irgendwelche unterirdischen Tunnel? Wir hätten bei lebendigem Leibe verbrennen können. Das war der Plan. Da legt jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Ist das ein Geheimnis? Das hier nehme ich natürlich mit. Als Hjalmar und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Hier würde ich nicht mal als Kleinkind spielen wollen. Ich hätte viel zu große Angst vor irgendwelchen Spinnen. Den Brandstifter erwische. Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten. Dieser Moment, wenn Geralt versucht, witzig zu sein. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Und hat eine wunderbare Spur hinterlassen. Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Arnwalds Tunika. Aha. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit den Bediensteten gesehen. Los. Ja. Steckt er also dahinter, hm? Das würde auch sein Schatz erklären. Nimm dir ein Pferd. Wir reiten ihm nach. Ich sag ja, Geralt muss jedem hinterher eiern. Weiter. Anwalt! Stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Nee. Ich hör auf. Du hast keine Chance. Das werden wir ja sehen.
Fritz ist schneller als du. Hoffe ich. Los, Plätze. Nicht schlecht. Mist. Sag hier. Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankret sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Arnwald, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr. Mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt keinen Sieg. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Ach ja. Wäre doch schön, wenn mal alles glatt laufen würde. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Ceres Ankret. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kaer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges, wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserkern vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kaer Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Ceres spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften. Als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Du auch. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kaer Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfum durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan Ankret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Mhm. Swanrig, ich habe es für dich getan. Nur für dich.
So kommt's raus. Du bekennst also die Tat. Lügen haben bekanntlich kurze Beine. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans an Kret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Und sie springt jetzt, oder was? Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Okay, nee, sie springt doch nicht. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hallo Dattelmerz. Irina war Martum. Also mir geht's soweit gut. Das wusste ich. Wir hoffentlich dass er auch. Ein solches Verbrechen begehen würde. Und Zwanrig? Was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Ja. Seinen Namen, seine Ehre. Sind schon lange dabei. Das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, gerne, dass alle auf dein Urteil hören. Na toll. Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte. Gut, brechen wir auf. Sehr schön. Wir kommen genau richtig. Natürlich kommen wir das. Es ist nicht lange her, da gaben wir König Bram dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute mit der Gnade der Götter und Clans. Ich habe dir nur begrüßt, mir gesagt, dir gesagt, dass es mir gut geht. Schwören wir ihr. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Und ja. Kurze Fischstäbchen. Oh, krieg ich welche? Ich will auch Fischstäbchen. Ich liebe Fischstäbchen. Oh, toll. Weißt du, ich habe extra vor Stunden gegessen, damit ich keinen Hunger kriege. Was habe ich? Ich habe jetzt Hunger. Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Yeah. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich allen, eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Klick. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Zerriss! 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 Ich glaube, da sind manche unzufrieden. Der ein oder andere. Glückwunsch. Du wirst eine großartige Königin sein. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich heute nicht hier. Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Hast du sie gefunden? Noch nicht, aber fast. So halb. Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zaar schnell. Darum will ich sie nach Kaer Mor bringen und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Unmöglich. Aber ich kann dir meinen besten Krieger mitgeben. Hjalmar! Denkst du, er wird mitkommen? Ganz sicher. Ich glaube, er wird sich sehr freuen. Du kennst ihn doch. Ja, ich glaube schon. Danke. Er wird sehr tapfer sein. Und hoffentlich auch hilfreich. Viel Glück. Sehr schön. Bäume steht direkt daneben und sagt einfach mal so gar nichts dazu. Geht's dir gut? Geht so. Egal, wie man es betrachtet. Ich wurde von einer Frau besiegt. Nicht von irgendeiner. Das stimmt. Wenn es schon sein musste, bin ich froh, dass es Zerriss war. Das stimmt.
Die wilde Jagd wird Kaer Morhen angreifen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Erscheinungen am Tor der Hexerfestung? Du bist ein Freund des Clans. Ich kann deine Bitte nicht ablehnen. Umso mehr, da keiner der Ankraits je gegen so einen Feind gekämpft hat. Ich komme sofort mit. Danke. Das werde ich nie vergessen. Schade. Na gut, aber dir seien deine 6 Stück gegönnt. Aber das klingt überhaupt nicht kindlich. Liebeskummer ist das Normalste der Welt. So scheiße wie es ist. Aber ich hoffe für dich, dass das bald besser wird. Oder zumindest halbwegs besser. Und ja. Lass dir auf jeden Fall seine Fischstäbchen schmecken. Auch wenn ich immer noch neidisch bin. Das wird sich auch nicht ändern. So, jetzt bin ich am Struggeln. Wir könnten auf jeden Fall mit M hier einmal sprechen. Wir tun. Wenn du wahrscheinlich auch. Ich bete einfach, dass man nach dem Ding mit der wilden Jagd nochmal durchkommen kann. Ich glaube, danach ist das Spiel noch nicht vorbei, oder? Weiß ich mal. Ich glaube, das geht noch eine ganze Weile. Speicher einfach. Ich möchte ungern das Spiel beenden oder sowas. Aber. Weltkarte. Wir probieren es einfach. Ich glaube, er wird sowieso Nein sagen. Ich glaube nicht, dass uns M hier verreist, da sofort ich helfen wird. Stimmt's das? Doch, ein bisschen was zu trinken habe ich noch. Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Yeah.